Jetzt geht das los, ne? Mit der Outdoor-Saison. Und alle kaufen sich Samen wie verrückt. Und eigentlich kennen sich aber viele gar nicht aus. Was ist eigentlich feminisiert? Was ist eigentlich regulär? Was ist eigentlich Automatik-Seeds? Wo kommen diese Sachen alle her? Und wie wachsen die dahin? Leute, ihr könnt nicht unbedingt alles nach draußen setzen. Macht's euch da ein bisschen schlau. Es gibt so gewisse Sachen in der Natur, an die man sich halten muss. Also normalerweise hat die Cannabispflanze einen Wachstumsrhythmus von 18 Stunden und irgendwann, wenn die Herbstzeit kommt, dann wird das Licht ja weniger und dann geht das irgendwann auf unter 12 Stunden, die Lichtzeit, also die Tageslichtzeit. Und dann geht die Pflanze automatisch in Blüte. Also die normalen, ja. Das ist zum Beispiel bei regulären Samen dann so. Also reguläre Samen gehen nicht eher in Blüte, bevor die Tageslichtzeit unter 12 Stunden fällt. Ja, das müsst ihr euch auf jeden Fall merken. Außer ihr kauft euch, es gibt manche feminisierte Samen, die gehen etwas eher. Auch da, es gibt Leute, es gibt, die brauchen 6 Wochen Blütezeit, es gibt welche, die brauchen 8, 9, 12 Wochen Blütezeit. Auch da unterscheiden sich Samen. Schaut's bitte genauer nach. Feminisierte Samen sind übrigens Samen, die sind meistens schon in Silberjodid eingelegt worden, damit die männlichen Hormone absterben und die eigentlich somit garantieren können, dass das weibliche Pflanzen werden, sprich in Blüte gehen. Und bei Automatiksamen spricht man davon, dass die die einzigen sind, die eventuell auch bei weniger als 12 Stunden, also auch bei 18 Stunden automatisch in Blüte gehen. Also das ist das Einzigste, was man eigentlich frühzeitig schon ernten kann. Also jeder, der glaubt, er setzt sich jetzt eine Pflanze und kann dann eine reguläre oder feminisierte Pflanze in 8 Wochen ernten, der ist leider auf dem Irrweg. Ja? In diesem Sinne, informiert euch gut und ärgert euch nicht, wenn ihr das Falsche setzt. Ja? Bis dahin, alles Liebe.